lebender Bedeutung, dass die Lebensmittel in unserem Land, dass wir sie ohne Gentechnik produzieren dürfen, dass das Wohl der Nutztiere, die Bodenfruchtbarkeit, dass auch die ganze Lebensmittelindustrie so ist, dass sie lebenswerte Lebensrahmenbedingungen schafft und uns gute Nahrungsmittel liefert. Deshalb, warum TTIP für die Landwirtschaft, für die Lebensmittelherstellung ein Holzwerk ist, wird uns Gertrud Garfus von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft jetzt sagen. Gertrud, bitteschön. Ich möchte ganz herzlich begrüßen. Viele Grüße aus Bayern. Viele Grüße auch von denen, die nicht kommen konnten, aber wir sind auch in Bayern Tausende, die gegen TTIP sind. Ich freue mich, dass ich hier als Bäuerin zu euch reden darf. Das ist für mich ein Zeichen, dass ihr die Landwirtschaft ernst nehmt, dass die Landwirtschaft für euch mitten in der Gesellschaft ist. Ich werde immer gefragt, was hat Landwirtschaft mit TTIP zu tun, was hat TTIP für Auswirkungen? TTIP hat große Auswirkungen auf die Landwirtschaft, aber wenn wir nachdenken, nicht nur auf die Landwirtschaft, weil das, was wir Bauern heute produzieren, liegt bei euch morgen auf dem Teller. Und übermorgen werdet ihr es an der Landschaft, an eurer Gesundheit, an dem Essen sehen, welche Landwirtschaft betrieben worden ist. Es hängt nämlich alles irgendwie zusammen. Und wir Bauern und Bäuerinnen, und ich muss sagen, es gibt uns noch. Wir haben uns noch nicht einverleiben lassen von der Agrarindustrie. Wir haben jetzt schon zu kämpfen in dieser Weltmarktkonkurrenz. Wir haben zu kämpfen, weil die Politik in Deutschland, in Europa nur auf Exporte ausgerichtet ist. Und wir haben zu kämpfen, genauso wie unsere Kollegen im Süden, mit diesem immanenten Preisdruck in diesem schlimmen System. Noch einen Zahn zulegen für uns in dem immerhin schon kaputten System. Und wie viele Zähne haben wir noch zum Zulegen? Passen wir doch mal auf das. Es wird uns immer versprochen, dass TTIP alles billiger macht. Wird ganz stolz verkündet. Aber was heute billig ist, ist morgen teuer. Wenn wir die ganzen Folgeschäden und alles bewerten, und irgendjemand wird die Zeche zahlen. Das sollte man immer im Hintergrund haben. Frau Merkel, Herr Gabriel und Herr Minister Schmidt, machen Sie erstmal hier Ihre Hausaufgaben, bevor Sie uns an ein Abkommen verkaufen, das Sie mit einem... Oder das ein Abkommen, das Sie nur bewerben, weil mitreden dürfen Sie sowieso nicht. Machen Sie hier die Hausaufgaben. Und machen Sie endlich eine ordentliche Kennzeichnung bei den Lebensmitteln. Kümmern Sie sich für sauberes Trinkwasser. Kümmern Sie sich darum, dass die Tierhaltung flächengebunden ist. Kümmern Sie sich darum, dass landwirtschaftliche Strukturen ohne Antibiotika auskommen. Für den Boden und für die Tiere gut sind. Und dann können wir darüber reden, ob unsere Standards sicher sind. Erst dann, wenn wir selbst die Standards haben, wir haben noch viel zu tun bei uns. Und deswegen möchte ich alle miteinander aufrufen, kämpfen wir miteinander, wir Bauern, wir alle, und sagen wir ein klares und deutliches Nein zu diesem Freihandelsabkommen. Wir wollen nicht ein Rumgedoktert, sondern wir wollen ein klares Nein. Denn die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Auf geht's!
Platz für die Leute, die jetzt mit den Zügen ankommen. Es wird hier noch richtig voll. Das ist richtig gut. Viele sind deshalb sehr, sehr, sehr früh aufgestanden. Wie früh eigentlich, Martina, um hierher zu kommen? Ja, es gab einige Frühaufsteher unter euch. Einige von euch sind in der Nacht in den Sonderzügen, haben die Nacht in den Sonderzügen.